Telefonisch bin ich nun verbunden mit dem SPD-Europaabgeordneten Arne Lietz. Herr Lietz, Sie beobachten ja in Istanbul direkt jetzt diesen Prozess, der heute losgehen wird. Was ist denn Ihre genaue Aufgabe als Prozessbeobachter? Ich habe erst einmal keine Aufgabe, sondern ich bin erst einmal gefordert, um Solidarität zu zeigen für die Sozialdemokratie, aber auch für das Europaparlament, die sich klar für die Freilassung aller inhaftierten nationalen und internationalen Journalisten und Menschenrechte eingesetzt hat. Und ich war gestern in der Redaktion von Can Dündar, den ich wiederum vorgestern noch in Berlin getroffen hatte, um einfach den aktuellen Hintergrund zu holen. Die Anklagepunkte sind natürlich haaresträubend und eine Farce. Und wir waren gestern mit den Angehörigen hier zusammen, ihren Anwälten und einer internationalen Gruppe von Menschenrechtlern und sozusagen Journalisten, um eben die Menschen hier vor Ort zu unterstützen, auch öffentliche Sichtbarkeitmachung hier ganz klar mit an den Tag zu legen, um Solidarität zu zeigen und um Erdogan die Stirn zu bieten, dass wir hier an der Seite der Journalisten stehen. Steinmeier hat gesagt, dieses Land soll mundtot gemacht werden. Erdogan richtet alle sozusagen Punkte auf sich selber aus. Und das kann nicht sein. Es gibt auch die andere Türkei, vor der wir hier sozusagen Rückgrat zeigen müssen. Fast 50% haben sich gegen das Referendum ausgesprochen. Und das Land darf nicht aufgegeben werden. Es ist ein wichtiger Partner und es ist ein NATO-Partner, auch für Deutschland. Herr Lietz, Sie setzen damit ja natürlich auch ein deutliches Zeichen, dass Sie jetzt in Istanbul sind. Sie wollen unterstützen zum anderen. Aber sind Sie sich auch der Konsequenzen bewusst, dass man vielleicht auch Sie eventuell festnehmen wird? Ich habe eine große Betroffenheit wahrgenommen und auch verurteilt, dass Peter Steudner festgenommen wurde, ein Menschenrechtler aus Berlin. Ich habe einen Diplomatenpass. Wenn Erdogan mich und meine Kollegin Rebecca Harms, die heute mit dabei ist, verhaften will, dann legt er sich damit auch mit dem Europaparlament an. Und das ist eine Gefahr, die wir natürlich eingehen, aber die für uns als Abgeordnete mit einem Diplomatenpass sehr viel geringer ist als für andere. Und das heißt hier Flagge zeigen. Ich komme aus der DDR, ich bin Kind von Bürgerrechtlern, die damals Rückgrat gezeigt haben, die Unterstützung bekommen haben durch die Westmedien und dadurch mehr sagen konnten als andere. Und hier sehe ich meine Aufgabe als Europaabgeordneter, auch hier jetzt Solidarität zu zeigen. Eben auch in der Gefahr, dass mir was passieren könnte, wo ich aber jetzt nicht denke, dass es passieren wird. Arne Lietz, vielen Dank für das Gespräch nach Istanbul und alles Gute für Sie. Herzlichen Dank.